Ja, hallo und herzlich willkommen wieder, meine kleinen PS-süchtigen Ohrklinge. Aktuell warte ich noch gerade, dass dieser Ladebildschirm verschwindet. Ich muss auch echt sagen, also man kann ja froh sein, es gibt ja nur diesen mehr oder weniger diesen einen langen Ladebildschirm. Zwischendurch gibt es mal so ein ganz klein wenig, ein bisschen mal hier geladen, da geladen. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ wenig geladen, weshalb wir eigentlich ganz glücklich sind. Das ist doch, ne, okay, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Jo, dann wollen wir mal gucken. Zurück. Ja, hallo. Da haben wir gerade was gesehen. Ich muss ja ganz schnell das Ladegerät holen. Klar, und? Soll ich Ihnen eine Route zur nächsten Veranstaltung berechnen? Das passiert halt, wenn man einfach die ganze Zeit spielt und sich dann überlegt so, ach, hey, weißt du was, jetzt nehme ich mal noch ein bisschen auf. dann kann das schon mal passieren. Controller nicht vorhanden. Doch, ich habe ihn gerade angeschaut. Genau. Was haben wir denn da? Geschenktes Geld. Tägliche Auszahlung. Yes, mein Driver-Tar hat 7.900 geholt. Das finde ich kacke. Und geschenkt haben wir bekommen 100.000. Das ist gut. Holen wir mal ab. Genau. Bitte warte, bis ich das denn heruntergelatten. Ja, genau, sehr schön. Da haben wir 178.000. Alter Scheiße, ist das viel Geld. So, habe ich noch irgendwas anderes auf dem... Nee, eigentlich nicht. Wir haben eine coole Karre und ich möchte jetzt eigentlich hier richtig langhacken. Und ordentlich Terror und Schrecken und alles wirklich verbreiten. Alter Scheiße, diese Regie, die erschreckt mich gerade. Volle Kanne. Hat die hier voll so eine Art mega bombastischen. Oh, ich darf. Was ist das denn jetzt? Scheiße. Hä? Willkommen bei Horizon Online. Ja, ist okay. Ja, so eine mega krasse Attacke, ja. Schießt hier irgendwie was durch die Gegend. Jetzt beümmelt es sich gerade, ja. Es gibt sogar Zusatzboni für Rennen mit Clubkameraden. Ja, ist Sabotage, definitiv. Meine Regie macht mich fertig. Ja, das ist ganz klar Sabotage. Mobbing ist das schon fast, ja. Jetzt droht man mir auch noch. Oh, ich sollte lieber ruhig sein, glaube ich. Bei der Online-Autotour gehst du mit. Ja, okay. So, egal. Wir sehen uns das überall hier an. So. Ist halt eigentlich, ich kann es nicht lang entscheiden. Ich würde es gerne, weil eigentlich kriegen wir die ganze Zeit erzählt, dass wir immer hin müssen. Wir können mal zocken. Der freien Fahrt online. Ich frage mich ganz ehrlich, wer diesen alten A4 Avant nehmen will. Ja, also hier den Kombi. Also, warum sollte ich das tun? Er sieht noch nicht mal gut aus. Wenn es der neue A4 wäre, so als Kombi-Variante, gerne. Klar, sieht geil aus, aber. Das Ding. Weiß nicht. Du kannst jederzeit. Ja, über das ja, ich weiß. Lass mich raus hier! Lass mich raus! Ich will. Ich will spielen. Oh, nervt das gerade. Für die Teilnahme aus. Ja, leck mich. So. So, hier genau. Ich will hier fahren. Los, komm schon. Los. Mensch, es ist ein bisschen stressig, ne? Es ist schon ein bisschen. Gut, wir sind nämlich auch noch nicht ganz fertig mit diesem ganzen Tutorial-Gehabe. Weil, ja, hier 5 beendete Veranstaltungen, 5 mal unter den ersten 3 und 5 mal davon erster Platz. Ja. Wow. Es ist so schwierig, ja. Nee, und zwar ist es einfach so, da kommt jetzt noch gleich was mit den Clubs und dem ganzen Gedöns, weil wir können unserem eigenen Club noch nicht beitreten. Das ist so ätzend. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt gehabt, ne? Mr. Zocker hat ja einen Club für diejenigen von euch, die auch Forza Horizon 2 besitzen, auf der glorreichen Xbox One. Die dürfen einem Club beitreten, der da heißt, Achtung, was kommt, Mr. Zocker. Ja, total einfallsreich. Mir fiel nichts anderes ein. Und natürlich sind alle Orklinge da sehr gerne willkommen. Und alle diejenigen, die mal Orkling werden möchten. Was es bedeutet, richtiger Orkling zu sein, das erfahrt ihr sowieso eigentlich nur im Laufe der ganzen Let's Plays. Ich sag mal, die Leute, die schon etwas länger dabei sind, die wissen, was das Feeling bedeutet. Die Verpflichtung, die man eingeht. Ja, was es mit sich bringt, ein Orkling zu sein. Die Rechte, Pflichten und besonders nach außen hin, wie man sich dazu verhalten hat. Das ist ganz, ganz doll wichtig. Ja, die Etikette ist wichtig. So. Ja, reinsammeln. Wir haben natürlich eine ungetunte Karre. Das ist ein riesen Nachteil. Wir sehen das hier. Wir haben auch so eine Billig-Karre. Von daher glaube ich nicht, dass wir hier großartige Schnitte haben. Wir sehen das. Der SMG Fidelity zieht an uns vorbei. Aber das ist mir eigentlich egal. Weil ich ziehe an ihm vorbei. Bam! Das liegt einfach mal daran, dass wir mega gut sind, würde ich sagen.
Na, eigentlich liegt es eher daran, dass die Driver-Tare echt nicht so toll sind. So, das Pizzagolem haben wir auch mal abgelascht hier. Ja, ich würde sagen, jetzt fängt es an zu weinen. So. Ach, sehr geil. Runde 1 von 3. Das ist natürlich echt kacke. Aber wir haben guten Vorsprung, würde ich sagen. Ansonsten moschen wir mal so alles weg, was es hier noch so gibt. So, und das sehen wir jetzt gerade. Jetzt müsste es eigentlich bald auf alles vorbeiziehen. Was auch immer hier gerade ist. Weil halt wir definitiv zu langsam sind. Halt, da muss ich zurück. Da habe ich zu spät gebremst und einen falschen Einlenkpunkt gewählt. Da müsste ich weiter rechts fahren. So, das ging jetzt noch so halbwegs. Sehr schön, wunderbar. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir halt in den Kurven halt schneller sind, dadurch, dass wir halt, erstens, die Karre ist nicht so übertuned. Das heißt, das ist dann unsere einzige Chance, halt mit diesem benachteiligten Auto dann doch etwas mehr nach vorne zu kommen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Genau, so, haben wir hier so lang gelascht. Sehr schön. Ach, sehr gut. Jetzt habe ich dieses komische Gatter mit mir vielleicht benachteiligt das irgendwen und freut es mich. Ansonsten ist das kacke. Yes. Ah, schön. Ast rein in die Kurve genommen. Das ist Runde 2. Dann sind wir gleich in der letzten. Ja, Abstand zum Gegner. Wir sehen da hinten deutlich größer. Allerdings sieht unser Auto jetzt schon ein bisschen nach links aufgrund der kleineren Scharmützel, die wir uns geleistet haben. Ein bisschen schade. Großartiges, sauberes Rennen. Ja, definitiv. Wie ich so großartig an der Wand lang geschrubbt bin, war definitiv ganz sauber. So. Driften ist eigentlich kacke. Wenn wir driften, verlieren wir jede Menge Zeit. Aber das liegt jetzt daran, dass das Auto halt leicht nach links zieht. Das bringt es dann jetzt mit sich. Jetzt müssen wir noch mehr darauf achten, dass wir sauber fahren. Genau, das umgeruckt. Und am besten nicht so viel von diesen ganzen Einzelteilen am Rand mitnehmen, denn das bremst auch ganz schön aus. Ja, aber wir kriegen das hin. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge. So, jetzt kommen die da an. Aber die bremsen hier jetzt gleich. Werden wieder langziehen. Genau, wir sehen schon, es wird der Abstand wieder etwas größer. Genau, das ist unser Vorteil. Hier bremsen die auch ab. So. Ah, wunderbar. Oh, es hat Zeit gekostet. Es hat mächtig viel Zeit gekostet. Scheiße. Oh. Aber ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Genau, dann fahren wir einfach hier lang. Oh, ich glaube, das schaffen wir, oder? Ja, sieht gut aus. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Yes. Und das mit so einer Karre, die eigentlich nicht so viel drauf hat, ne? Da hinten sind sie erst. Da sieht man mal, was dann eigentlich doch das ausmacht, wenn man halt mit dem Auto gut umgeht und ein bisschen sich Mühe gibt beim Fahren, ne? Tja, allerdings wäre es natürlich mit einer überlegeren Karre noch einfacher gewesen, ne? Oh, das war heftig. Ja. Würde ich auch sagen. Also es war echt nicht so einfach. Aber wir sehen, wir sind mit knapp 1,2 Sekunden Vorsprung sind wir ins Ziel gegangen. Das war die beste Runde. Ja, also 1,2 Sekunden schneller und insgesamt haben wir, was haben wir denn da? Ja, nicht ganz so viel. Also 0,9 Sekunden ungefähr, 0,8 Sekunden Vorsprung gehabt zum Schluss. Naja, es geht. Ich will mich nicht beschweren. Gewonnen ist gewonnen, ne? Ja, sehr schön. So, dann gehen wir auch schon mal gleich in Führung in dieser Competition. Und jetzt geht es daran, dass wir das Auto ein bisschen zu tunen. Wobei ich natürlich eine bessere Karre gerne hätte. Also, irgendwas, das schöner aussieht. Ich mag Ferrari nicht so. Also, es gibt wenig Ferraris, die mir gefallen. Ich bin eher so dieser Lamborghini-Typ, ja. Also, von daher, ich glaube, ich werde mir einen zulegen. Genug Knete sollten wir jetzt haben. Und ich werde Hansi nicht challengen, weil ich möchte nicht, dass Hansi anfängt zu weinen. Von daher lassen wir das dann an der Stelle.
Ja, genau, wir können hier ordentlich mit hotten, ne? Ja, Party, Mucke und so Gedöns. Wir haben auch gewonnen, darf man auch feiern, glaube ich, ne? Ja. Und was gewinnen wir? 30.000. Yes, sehr geil. So, ich muss mal gucken, wo hinter mir. Genau, irgendwo hier hinter mir. Killerpilz. Oh, wer hier alles rumhottet. Das hat das Coole, ne? Und dank unserer riesig gigantischen Freundesliste sind hier halt massenhaft Leute dabei. So, und dann mal hier gucken. Yeah. Ups. Oh, was kommt jetzt für eine Mucke? Ah. Sehen Sie bei der freien Fahrt online Fahrspaßlisten-Herausforderungen im Koop-Modus fahren können? Genau, ich will ein Auto sagen. So, und dann mal gucken. Was stellen wir heute mit deinem Auto an? Ja, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich eins für die Meisterschaft, genau. Also, was finde ich alles dafür Autos nehmen können? Und dann soll das mal sortiert werden. Achso. Für die Meisterschaft? Also halt Filter, genau. Was für ein Auto habe ich denn momentan? Oder kann ich das hier sagen für diese Meisterschaft? Wir sind jetzt angemeldet in Horizon Supercars, okay. Dann müssen wir da auch ein Auto von kaufen. Die Karre sieht natürlich auch geil aus, ne? So, naja. So, Horizon. Ach so, welche Supercars? Ein Tolten. Oh, haben wir nicht gründlich genug recherchiert. Und das ist Modern Supercars. Okay, gut. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Modern Supercars. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Retro Supercars sieht es nicht unbedingt nach aus, aber man weiß das ja nie so genau. Das Ding, was morgen rauskommt, ist heute schon Retro. So, Modern Supercars. Sehr schön. So, dann einmal bitte anzeigen. Eieieiei. Ich muss ja sagen, ich stehe ja persönlich total auf Aston Martin. Liegt auch so ein bisschen daran, ich bin großer James Bond-Fan und der ist mittlerweile. Ja, es ist wie smart. Kennt jeder, hat jeder, braucht keiner. Ja. So, wir gehen da mal nach der Klasse aus. Genau, Klasse sortieren und dann. Natürlich, der McLaren wäre natürlich. Ah, geile Karre, echt. Der Ferrari interessiert mich nicht. Der Lamborghini, das ist der, den wir am Anfang gefahren haben. Wir sehen, Geschwindigkeit ist er definitiv ganz weit vorne. Der ist natürlich mein absoluter Liebling. Ne? Also, das muss ich sagen, das ist so. Schmacht. wir müssen jetzt ein bisschen gucken wegen der Knete. Also. Wir haben 223.000. Das heißt, der fällt weg. Der fällt. Gut, ich mag Porsche auch nicht. Porsche ist so. Ich finde es nicht hübsch, ne? Porsche ist so für mich. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt mir da was. Keine Ahnung. Ich weiß, viele werden jetzt mich hassen wegen dem 911er und so ein Gedöns. Ja. Den können wir uns leider noch nicht leisten. Den haben wir hier, glaube ich, ne? Nee. Lexus. Warum soll ich mir einen Lexus holen? Ne, wir haben den hier hinten, genau. Den hier haben wir, ne? Den Challenge Stradale. Ich würde ja sehr, sehr gerne noch das bisschen sparen. Also diese ein bisschen Moneten, die wir brauchen, um dann halt einfach uns den hier, den oder den hier zu kaufen. Wobei, ja, der ist natürlich auch geil, ne? Der McLaren, wenn wir mit dem fahren. Oh, wollen wir uns den McLaren einfach holen? Ach komm, weißt du was, wir holen uns den McLaren. Wir gucken uns einfach das mal an. Komm, wir gucken uns einfach das mal ganz in Ruhe an. Chillen dabei ein bisschen. Ja, gibt schon lustige Muster. Das sieht auch ganz cool aus, ne? Horizon Festival. Das sieht eher gammelig aus. Also auch viel Mühe gegeben, klar, aber. Oder von McLaren, ja, so ein bisschen in Anlehnung an das Formel 1 Auto, ne? So, ich glaube aber, ich werde irgendwie eine Standardfarbe nehmen. Herstellerfarben sind immer noch am coolsten, muss man echt sagen. So. Also, in Silber sieht er natürlich auch geil aus, ne? So silberfeilmäßig. Ja, aber ich glaube, ich würde ihn
entweder in weiß oder klassisch orange nehmen. Ah, schwierig. Wenn ich immer von außen sehen würde. Das ist so ein bisschen der Nachteil da, die ganze mit dieser Kamera. Oder blau? Naja, blau passt irgendwie nicht. Oder so ein dunkles Blau vielleicht. Nehme ich den im Weiß? Ich muss ja sagen, ich finde Weiß mittlerweile ganz geil. Früher dachte ich immer so, oh, weißes Auto, meh, kacke. Und dann habe ich irgendwann einen Leihwagen gehabt, der war weiß. Und seitdem, boah, echt Hammer. Sieht auch cool aus. Ich nehme den Weiß. Komm, wir nehmen den Weiß. Hier kann ich auch Kamera wechseln, genau. Ach ja, hier kann ich dann endlich mir das selber angucken. Ja, also schon ganz geil, muss man echt sagen. Sieht auch cool aus. So, sehr schön. Genau, kaufen bitte. Und den tunen wir natürlich gleich, das ist klar, ne? Ich habe mein Vorgericht fürs Auto gekauft. Yes, der Duft des neuen Wagens. Oh, ich liebe das. Ja, Neuwagengeruch ist sowieso so hammermäßig geil. Ja, verlassen bitte. Das riecht einfach geil. Da könnte man die ganze Zeit dann drinnen sitzen und so. Oh, nom, nom, nom. Also nicht nom, 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 aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, hey, wie läuft's? Ganz gut. Jetzt quackel mich nicht zu, ich muss Upgrades machen. So, und zwar erstmal bessere Gummis. So, genau. Wir sehen gleich deutliche Verbesserungen. So, sehr schön. Und dann brauche ich definitiv... Ein verbesserter Antrieb passt sich an deine Getriebeübersetzungen an. Harmoniert so besser mit dem Motortuning. Lass mich in Ruhe. Und ermöglicht damit unter anderem schnelleres Schalten. Dankeschön. So, jetzt quackelt sie mich ja auch noch zu. Na, zum Glück nicht, weil Bremsen sind echt mega, mega krass wichtig. Deshalb, die Upgrades kosten ja alle nicht viel, ne? Achso, halt, warte mal. Genau, so ein bisschen hier die Stoßdämpfer. Ja, der kann ruhig ein bisschen tiefer, ne? Also wir sehen, hier liegt daran, er bringt, ich glaube, gewichtmäßig müsste ein bisschen was drauf kommen, genau. Ja, ne, ist richtig. So, was haben wir hier? Das würde halt Bremsen und Handling verbessern, aber nur minimal, von daher lassen wir das. So, Gewichtsreduzierung. Das bringt natürlich, wir sehen hier, megamäßig viel fürs Bremsen und für alles. Und minus 200 Kilo ist echt krass. Das kann man schon mal machen. Natürlich sollte man dann in Kombination sagen, okay, wir machen das hier rein. Einfach, weil es ein bisschen mehr Stabilität bringt. So, motormäßig werden wir garantiert nicht so viel mehr machen können, obwohl, oh, wir haben ja noch ein Turbo. Klotzen wir gleich richtig rein? Komm, hauen wir gleich den hier drauf. So, genau. Erstmal hier die großen Sachen reinhauen. So, sehr schön. Man hätte natürlich jetzt auch noch Motorprogrammwechsel, also Motorwechsel machen können. Dass man sagt, hey, wenn wir schon dabei sind, wechseln wir gleich die anderen Teile auch aus. Genau, Geschwindigkeit muss... Ach, ich habe nicht genug Credits. 3500. Das ist nicht so wild. Warte mal, dann haben wir so ein Billigkram. Ja, 1800. 10 kW. Ah, ist okay. Wir sind ja jetzt schon bei einer KW-Zahl, die echt abartig ist. Von daher, ich denke, damit sollten wir jetzt ordentlich abgehen können. So, dann einmal raus hier bitte. Ja, wir können ja mit dem Ding auch an den Rennen teilnehmen. Das ist ja das Schöne daran. So. Ah, sehr geil. Dann zeig mir doch mal bitte an, wo das nächste Rennen ist. Nehmen wir in dem hier teil? Oder nehme ich dem hier? Wir werden, glaube ich, das hier nehmen. So, genau. Wenn möglich, bitte wenden. Sieht schon cool aus, ne? Ja. Was haben wir hier? Der hat natürlich diesen coolen Ferrari da. 200 Meter nach links abbiegen. Ja, machen wir gleich, Schnuppi. Wenn du einen Driver da auf der Straße siehst, kannst du ihn jederzeit zu einem Duell herausfordern. Ist das so? Fahr von hinten an sein Auto heran und fordere ihn zu einem Rennen heraus. Ja. Je stärker die Konkurrenz, desto größer die Belohnungen. Das glaube ich. Dich an bessere Autos. Übrigens hat er ein gutes Handling hier, ne? Muss ich echt sagen. Und hinten, wir sehen, der Heckflügel geht hoch runter. Also wie es bei McLaren üblich ist bei den meisten Karren. So, genau, wunderbar. Nehmen wir das Rennen nochmal mit. Das ist jetzt der Vorteil. Wir können uns praktisch bei jedem Rennen, wenn wir mehrere Autos von dieser Klasse haben, können wir uns das Auto, so wie eben gesehen, halt aussuchen. Und ich will jetzt halt definitiv den haben, denn der ist deutlich besser, ne? Ja, sehr gut. Oh nein, scheiße. Gut, okay, ich muss eben schon sagen, der hat einen richtig krassen Grip gehabt von der Bodenhaftung her. Ich gehe dann einfach mal davon aus, dass wir damit dann doch, Okay, das nächste ist ein Sprintrennen. Wir haben die Straßen gesperrt. Du kannst also ohne Verkehr fahren. Sehr gut. Achte auf die Karte, ja, um die Strecke im Auge zu behalten. Danke. Und wähle die günstigste Fahrlinie.
Okay, sehr schön. So, mega. Ich will jetzt einfach nur fahren. Ich mag dieses Quackeln immer nicht so, ne? Wenn mir jemand sagt, wie ich fahren muss, oder? So, wir sehen schon, hier dreht nicht so viel durch und Beschleunigung ist auch ganz okay. Natürlich, klar, im Vergleich zu manch anderen hochgezüchteten Karren, die vielleicht noch ein bisschen abgestimmt sind. Halt, ich mag nicht hinten drauf fahren. Die Karre ist neu. Na, egal. Komm. So. Oh, die fahren mir alle hier im Weg rum, ey. Weil die so langsam sind. Ah, jetzt zieht die Karre schon nach rechts. Das hasse ich ja. Vor allem bei den Regenrennen, ey. So. Die Nachbarn randalieren hier rum. Das ist gerade mächtig. Keine Ahnung, was die schon wieder alles machen, ey. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwelche Terroristen oder sowas. Die probieren kleine Sprengstoffpakete drüben aus, ey. So wie es hier manchmal rumst. So deine Düsentriebmäßig, ja. Wir haben so kleinen Schuppen und da explodiert die ganze Zeit irgendwas. Irgendwas wird wieder ausprobiert. So, und wir sehen, wir können schon richtig gut absetzen, obwohl unsere Karre eigentlich so schon leicht demoliert ist. Ja, wir sehen hier, ne, das ist jetzt halt gerade das. Die zieht konstant nach rechts. Ich muss ein bisschen gegenlenken. Ein bisschen aufpassen. Wir sehen hier, ich kann die Kurve kaum nehmen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, wenn die Lenkung halt kaputt ist irgendwie, das nervt. Das hat auch schon so bei den anderen Teilen so ein bisschen genervt. Klar, ich könnte es ausstellen, klar. Ich beschwere mich jetzt, weil ich es angestellt habe. Es liegt aber daran, dass ich das mag, das anzustellen, denn ich will ja nicht hier irgendwie so Arcade-Feeling so großartig haben. Also so ein bisschen, ne, aber nicht so, dass ich sage, ja, ich kann jetzt mit meiner Karre hier mehr oder weniger Panzer spielen, hier einfach durch die Gegend hacken und nichts passiert mehr. Das finde ich doof. Nee, das macht keinen Spaß. Es muss schon Konsequenzen haben, wenn man irgendwo gegenfährt. Ja, dass man sich halt Mühe gibt, die Leute vernünftig zu überholen, weil ansonsten hackt man ja wirklich alle Destruction Derby oder Burnout dann durch die Gegend und semmelt alles um, was einem irgendwie in den Weg kommt. Und das finde ich nicht gut, nee. Das muss ich sagen. So, da vorne ist schon gleich das Ziel und ich würde mal sagen, das war relativ eindeutig, ne? Der Abstand ist recht groß. Ich sehe jetzt keinen auf der Karte. Ja. Ich würde sagen, das war ein klasse Punktsieg. Na, guck, ja, da kommen sie jetzt erst ins Ziel. 5 Sekunden Abstand. Das ist krass. Und dann mit einem Ford GT. Tja. Sehr schön. Wunderbar. Das gefällt mir noch. Oh. Ach, sehr schön. Ja, ein bisschen demoliert sind wir. Erfolg. Mhm. Regenmeister. Ach, weil wir Regen gewonnen haben. Sehr geil. Ein bisschen Erfahrungspunkte und Level Up. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt den Hauptgewinn von 100.000 Credits, ja, beim nächsten Mal drehen. Und hätten uns dann locker diesen Lamborghini leisten können, aber ach, naja, weißt du was? Ich finde die Karre geil, ja. Und den anderen kaufen wir uns eh noch. Denke ich mal. So, neuer Wheelspin. Yeah, wupp, 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 wupp. Mal gucken, was wir Schönes kriegen. 50.000, also sehr nah dran am Hauptpreis. Sehr geil. So, nun gut, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.